Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Rapper Mittwoch. Leute, es ist einfach wieder da, Rapper Mittwoch. Ich habe einfach Bock, es ist wieder Zeit, meine ich damit. So, Virus versus Tysis, Leute. Ihr habt mir das Battle reingeschrieben. Ich kenne das Battle nicht. Natürlich, Leute, entspannt euch. Es kommen auch noch Capital Bra Rapper Mittwoch, geht noch weiter. Z geht noch weiter. LBP geht noch weiter. Und was ihr alles wollt, ballert es in die Kommentare. Ballert mir die Vorschläge rein. Ich habe jetzt oft Virus gegen Tysis auch gelesen. Ja, wenn ihr mehr Rapper Mittwoch sehen wollt und ihr noch neu seid, könnt ihr den Kanal jetzt kostenlos abonnieren, weil ich bringe das aktiv. Und ansonsten Daumen nach oben da lassen, dann sehe ich das. Genug gelabert, Leute. Virus gegen Tysis. Okay. Heißt es. 3, das ist Virus MC. Er macht auf Babo. Frauen machen Bogen, als wären sie sein Afro. Halt die Fresse, oh. Digga, du hast keine Chance, weil du von mir lyrisch schlägst. Ist da hinter Ben Salomo, also hier hinter? Bekommst, wenn er rappt, dann ist das so. Sorry, Leute, das ist gerade pausiert. Ja, das ist Ben Salomo, ne? Okay. Okay, Leute. Was von mir ist deine Geburtsurkunde? Ein Entschuldigungsbrief. Halt deine Fresse, du kommst hier nicht an. Ich bin Deutscher und sage sicher nicht Land. Ich bin Deutscher und sage sicherlich nicht Land. Okay, wir machen das immer so, Leute, dass wir immer nach der einen Runde mitbewerten, wer jetzt besser war, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wen ihr dann besser fandet. Ich fick dich zweimal, was bist du für ein Hurensohn? Deine Geburtsurkunde, ein geplatztes Kondom. Boah! Was bist du denn, du Affe? Du bist an die Wand geklatscht, so wie Werbeplakate. Bam! Was willst du mit deinen hässlichen Sneakers? Du bräuchst Dangerous Klamotten, komm, ich geb dir ein paar ab. Wie ist das? Ah, können wir nicht tauschen, du Knick? Ich hab in diesem Finale echt keinen Bock auf Finch. Yo, diese Line war der Konter. Das war ein Konter. Er hat ja auch von der Geburtsurkunde geredet. Und seine ein Entschuldigungsbrief, seine ein geplatztes Kondom. Aua. Ah, das war getroffen. Geil. Hört mal zu, wie ich meinen Gegner so ficke. Das ist Virus, dann bin ich Tetanus-Spritze. Fick dich, Digga, ich bin Tysos MC. Bleibe auf dem Beat, einfach so mies. Halt die Fresse, ich flau locker weg, weil ich aggro bin. Nein, mal locker, Digga. Und ich hab den King. Okay, also, ich muss sagen, erste Runde war stabil von Tysos, aber auch von Virus. Also, bis jetzt sind sie auf der Augenhöhe, weil der Konter, aber der Konter von ihm war einfach stark. Titel oder Virus. Champ, nenn es wie du willst, weil ich dich bang, Digga, ich bin ill. Change, ich werde gegen jeden Gegner ziehen, du bist nicht Tetanus, nimm mal lieber Ritalin. Beruhig dich, ich ziehe dich ab, ich wirst jetzt zum zweiten Mal gefickt, wie ist denn jetzt das? Oh nein, was machst du, du kannst dich jetzt abspritzen, warum spickst du so rum, suchst du deine Kontaktlinse? Ey, Junge, aber ich muss sagen, er ist auch am Lachen, so, er nimmt es auch mit Humor auf, er nimmt es auch mit Humor auf, ach, hier haben wir auch Drop Dynamics auch am Start, oh Mann, Leute, zweiter krasser Konter, ah, er ist schon on fire, Virus ist gerade on fire. Was willst du, dummer Hobel, ich geb dir ein Taschentuch, komm und putz mal deine Popel. Ich fick seinen Arsch, er ist sowas von eng, Mann, krieg ich den da raus, dann werd ich König von England. Fick dich, Digga, Punch ist dabei, Digga, ich bin heiß, ruf schnell die Polizei. Verhafte mich, ich breche aus und bring dich dann um, da muss ich noch einmal rein, ach, ich fick dich schon. Junge, das ist aber ein geiles Battle, muss ich sagen, weil hier gehen die wirklich aufeinander ein. Von Line zu Line wird hier wirklich gut gekontert. Das muss ich jetzt, das muss ich zugeben, ist ein gutes Battle bis jetzt. Ist egal, was ich sag, es ist Teils aus der Stadt. Ab dem Bock, Alter, was geht denn hier auf? Change! Okay, Change, Leute, ich muss sagen, also, es ist schwer, aber kontertechnisch war auf jeden Fall Virus ein bisschen besser. Aber trotzdem, aktuell, muss ich sagen, sind sie auf einer Augenhöhe, finde ich. Weil beide gefallen mir bis jetzt gut. Sag ich euch ehrlich. Könnt ihr gerne sagen, der eine wird jetzt Virus sagen, der andere Tyrus. Aber ich, Tysis. So, das bis jetzt beide gut. King Arthur, das kommt ja mal vor. Leg ich meinen Schwanz, kriegst du ihn nicht hoch wie den Hammer von Thor. Oh! Ich werde dich jetzt zum Trinken, Mann. Fick dich, du kannst jetzt nach raus, nach Berlin Mitte fahren, yes! Wie fühlt sich das an, zweimal vom gleichen Gegner gefickt zu werden? Ey, King Arthur, Junge, er hat ihn gekillt! Mit der Königlein noch. Oh! Oh, aua, aua! Du kannst direkt jetzt sterben! Das Einzige, was du jetzt fixen kannst, ist die Nadel in deinem Mann! Du wurdest gefickt, verdammt! Oh, Hamburg macht mal den Lärm! Ist vorbei! Vorbei, Leute. Vorbei, Alter. Boah. Das war auf jeden Fall. Ich muss sagen,
Ich fand Virus kontertechnisch nochmal stärker. Aber weil wie die auch sich die Hand gegeben haben, so richtig, dass sie das alles nur sportlich gesehen wird hier, fand ich auch nochmal korrekt, man, in sowas noch zu sehen. Eures Leben! Passiert hier noch was? Hamburg macht den Lärm, eures Leben! Die Bude kocht. Ich bin gespannt, ich bin... Hallo, sorry. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Nicht zweimal und bitte keine Enthaltung. Ihr kennt die Seite, der angefangen hat... Okay, jetzt wird abgestimmt. Für Tysis und... Wenn ich glaube, die werden sagen, Virus, weil er hat nochmal starke Konter. Aber ich muss sagen, Tysis war auch gut. Ich glaube, der Virus wird. Ich weiß es nicht. Die Hände bitte für Tysis. Und nun frage ich euch, zeigt mir eure Hände für Virus. Ja. Das Ding ist eindeutig. Es ist eindeutig, aber auch nochmal korrekt, wie sie sich hier umarmen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch was passiert oder ob es jetzt schon zu Ende ist. Hä? Den Kopf liegt frei und das ist manchmal gar nicht schlecht, denn gelegentlich entsteht aus Langeweile ein neuer Text jetzt auf der Maloche. Denke ich nach über Bart oder Petters nach der Uni und Arbeit mutiere ich gleich wieder zum Rapper. Ah, mein Homie lässt den Beat über die Hörer laufen. Wenn ich die Texte kick, versetze ich Zuhörer ins Staunen. Doch eigentlich rappe ich nur... Also ihr könnt mir ja gerne sagen, sollen wir uns sowas auch geben bei Rapper Mittwoch? Ich weiß es ja nicht. Oder wollt ihr nur Battles sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir geben uns das jetzt natürlich auch. Aber schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr sowas auch mithaben? Ist mir gerade wichtig. Oder wollt ihr nur, dass wir auf Battles reagieren? A Cappella, Battles, Freestyle, Beat oder auch mal auf sowas? Für mich selbst, scheiß auf Fame, scheiß auf Cash oder tausende Fans. Ich hab einen relativ entspannten Geist durch Musik und durch das Breaken einen einzigartigen Style, den ich lieb. Und das ist nur ein kleiner Teil meiner positiven Art, musikalisch schön untermalt und in Poesie verpackt. Ich muss sagen, er hat eine hohe Stimme, aber die Stimme sticht gut heraus, auch beim Battle. Seine Stimme sticht richtig heraus mit der hohen Stimme auch. Also Virus abgeliefert kann man sagen. Aber ich fand Tysis war auch gut, also ein starker Gegner, den er da hatte. Aber stark, beste Konter. Einfach die besten Konter gewesen, Mann. Doch will ich gar keine Maske tragen. Manchmal gibt es Tage, an denen sprühe ich nur vor Hass-Tiraden. Manchmal nervt mich mancher Scheiß. Doch ich strebe nach Glück. Das Mikrofon grinst mich an und ich grinse zurück. Haha, Hamburg! Okay, dann gehen wir jetzt rüber zu das, was Tysis rappen wird. So, okay, Leute. Das war Virus. War gut. Ich fand der Beat war ein schöner Beat. Ich glaube, jetzt kommt aber auch ein anderer Beat, oder? Ist es der gleiche? Das ist Tysos am Mike. Achso, ja, okay. Stimmt. Es ist der gleiche. Komm mit Reimen und zeig allen Rappern auf dem Track, was ich eigentlich schreibe. Komm rein und beweis, meine Zeilen sind tight. Tight wie die Zeit, viel zu eng bemessen. Habe nur 16 Takte, um jetzt zu rappen. Okay, das ist ja die nächste Runde, ne? Da wird jetzt auch nochmal abgestimmt, wer dann besser war. Hätte Action, dann fang ich mal an. Ich bin Shuttler, du Kadaver, glaub nicht, dass du mich platt machst. Geh und sag mal deinem Vater, dass du noch paar Reime hast. Nein, Mann, lass mal das Gelaber, ich hab doch die Scheiße satt. Junge, schöne mehr Reimkette, mehrere Reimketten, die aufeinander gerade folgen. Schön. Oh, ich bringe jetzt keinen Quatsch, was für eine harte Phase. Oh Mann, ich erfahre gerade eine klare Frage, wieso ich ihn denn geschlagen habe. Oh. Ich stehe nur da und sage, das ist eine starke Phrase, mir fehlt noch der Atem, warte. Aha. Wenn du denkst, der Text entstand ohne Plan auf diesem Remix, zeige ich jedem, wie krass ich flowen kann. Junge, das war guter Flow, muss ich sagen. Wie er da schön reinkam, diese Reimkette hat einfach nicht aufgehört. Hat mir gefallen. Ich würde sogar jetzt vom ersten Eindruck einfach so sagen, Tysis, jetzt gefiel mir besser als Virus. Wäre geil, dann würde es 1-1 stehen, wisst ihr? Ist ja Hammer, Hammer, Hart! Hammer, Hammer, der Yoda! Ist ja Hammer, Hammer, Hart! Ich weiß nicht. Okay. Das gibt mir das jetzt nicht relevant, Leute. Ich will eigentlich nur, ich will auf die Battles reagieren. Was auf der Bühne passiert auf der Bühne. Knapp ausge... Zeigt mir eure Hände für den... Für? Sie, der angefangen hat, bitte für... Okay. Und nun bitte... Sorry. Okay. Und nun bitte eure Hände für den MC, der nachgelegt hat, für Tysis. Ja, geil. Okay, wir haben auf jeden Fall ein 1-1. Ich habe sogar auch gesagt, Tysis war besser. Jetzt, geil, jetzt kommt es dann noch zu einem Finale, Mann. Muss es doch. Das sind mehr Hände für du entscheiden und deswegen ist jetzt Virus dran, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Okay, ich gebe ein bisschen. Okay. Klar. Ich will jetzt bitte absolute Ruhe und hört ganz genau auf die Lyrics. Seid mal jetzt alle! Also jetzt
Nee, so geht das nicht. Er muss schon ruhig sagen und die Leute müssen ey sagen. So geht das nicht. Bitte, der Herr, ich habe ja voll verkackt. Seid mal jetzt alle ruhig. Ja. Let's go. So. Manch einer. Okay, Leute, jetzt. Wir sind im A Cappella-Battle drin. Und wir werden jetzt auch nochmal sagen, wer welche Runde, wer hier einfach besser war, wer hier rausgeglänzt hat, wer das Battle hier verdient, gewonnen hat. Vielleicht auch, bis jetzt muss ich sagen, beide stark, beide auf Augenhöhe. Denkt, dass ich heute schon den vierten Sieg kassiere. Doch was keiner weiß, dass ich hier bin, um absichtlich zu verlieren. Das ist für die Crowd jetzt echt behämmert und Gier findet das ja schade, aber mal ganz ehrlich, versetzt euch doch einmal in meine Lage. Ich habe stundenlang gearbeitet, mein Logo schön designt, habe die Texte extra weg. Okay, er kommt mit einer bisschen mehr mit einer Story oder so. Es ist jetzt nicht direkt dieses Rumgedisse von Anfang an, sag ich mal. Und Leute, natürlich auf die Sachen, wo ich auf Kapi und Z und so reagiert habe, kommen noch dann die A Cappella-Reactions, keine Sorge. Wir haben auf ein paar Videos mit Beat, ne, reagiert. A Cappella kommt auch noch dann. ...gemacht, fürs Finale bin ich bereit. Dachte mir, heute verkackst du, kannst die Sticker an die Wand dran machen. Arsch lecken, immer ein Schild hochhalten, in die Kamera lachen. Ich meine, das ist ja kein Witz. Ich wollte meinen letzten Preis tauschen, doch mein Gegner dachte sich, dass ich ihn verarsche und hat gelacht. So war das aber nicht. Das ist der ein- Man merkt auf jeden Fall, seine Stimme ist so leicht, geht so leicht weg. Geht jetzt so leicht weg. Aber bis jetzt ist jetzt nichts, kein Moment, wo ich mir dachte, krass oder so, aber A Cappella, ne? Aber ja. Der einzige Grund, warum ich die Battlemania so ausreize, ich krieg anscheinend wohl nie Sticker, doch Klamotten sind ein ganz passabler Ausgleich. So. Kommen wir mal zu dir. Er rappt. Okay, jetzt, ich wollte schon sagen. Immer irgendeine wacke Kacke, aber Virus zeigt euch jetzt, wie man seinen Gegner platt macht, selbst wenn man die ganze Zeit nur über Scheiße rappt. Und ich will euch demonstrieren, wie genau das jetzt gemeint ist, also nicht wundern, wer mit dem Satz, er baut mit seinen Jungs Scheiße, eigentlich sein Töpferkurs gemeint ist. So, Fäkalien... War eine gute Line, so. Da muss er sogar lachen. Man sieht auf jeden Fall, er nimmt das Ganze auch mit Humor und er, Virus auch. Das sind auf jeden Fall zwei Ehrenmänner an der Stelle. Sind sein Abendbrot, deshalb hat er heute vor Vorfreude Vorkammerflimmern, denn er wird von MCs zahlreich bestuhlt wie ein Vorschulklassenzimmer. Ich weiß, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich will gar nicht wissen, wie dann deine Mutti ist. Okay, jetzt kommen die Mutterlines. Die haben gefehlt. Die haben noch gefehlt. So, wir hatten alles drum und dran. Die Mutterlines haben gefehlt. Du kriegst Gier nur in den Arsch, wenn der noch nicht scheißen war und du noch hungrig bist. Und austeilen gegen mich? Ich weiß gar nicht, was du dir von so einer Scheiße erhoffst. Mich im Battle zu besiegen, eine Battlemania-Sieg zu bekommen, ist wie ein Parkplatz samstags bei Ikea finden. Es dauert Jahre, bis du einen bekommst. Boah. Von meinen Punchlines kriegst du eine Packung, wenn sie dir den Kiefer zerbricht. Das war eine stabile Line, Bruder. Ich fand, die war stabil. Irgendwie kam von der Crowd gerade nichts. Nochmal schön so Machtposition dargestellt. Kannst mich nicht zerstören. Dauert Jahre, wie wenn du einen Ikea-Parkplatz suchst. Stimmt aber. Deine kommen bei der Crowd gar nicht erst an, wie ein Paket mit falscher Lieferadresse. Doch anstatt die Leute zu entertainen, schlägst du Scheißer die Zeit tot, doch ich stelle mich lieber scheintot, wenn du deine Scheiße ins Mic flowst, du Weißbrot. Und du hältst dich für den Mac jetzt in diesem Rap-Match? Davon ist jeder entsetzt, weil der Crowd bei deinem Dreckstext direkt das Trommelfell wegnetzt. Und da du offensichtlich wack und gerne übers männliche Geschlecht raps, hab ich mit deiner Ex Sex und mach davon noch für einen Action ein Snapchat. Letzten habe ich noch, zwei habe ich noch. Boah. Was war das? Was war das für eine Reimkette? Das war ja eine Mega-Zerstörung. X-Weg, Snapchat, Flex weg, Dex, Text, echt nett, kein Plan. Text. Okay, letzte Zeile, okay. Ey, das hier ist Rap. Dafür braucht man Flow. Du hast ja nicht an meinen Rhythmus. Also geh schön nach Hause und häng weiter an der Bong wie so ein Koala am Eukalyptus. Time! Okay, die Runde von ihm, muss ich sagen, war gut, war jetzt nicht krank stark, sag ich mal, aber war eine gute Runde so. War eine gute Runde? guck mal her, er denkt sich so, Bruder, du hast ihn gegeben. Hamburg, genau den gleichen Respekt jetzt bitte für Thaises. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey. Let's go. Yo. Ein Beweis, dass die Schwarzen... Okay, Leute, damit ihr auch immer Bescheid wisst, ich muss halt immer mittendrin pausieren. Ich weiß, einige werden eh reinschreiben, boah, du pausierst zu oft und so. Aber ich will einfach nicht, dass mein Video gesperrt wird, weil... Ja, wer will das schon, ne? Deswegen pausiere ich auch immer ein bisschen öfter, längeres Video. Ich will euch ein längeres Video auch geben, deswegen. Schwarzen willst du hier nichts bringen? 8 Mile, Eminem gewinnt. Okay. Kommen wir zum Text. Ich scheiß auf dich, du ekelhaft stinkende Fame-Fotze. Für mich ist die Ho nichts wert.
Er glaubt, der ist Hip-Hop, denn er war einmal auf einem Sido-Konzert. Und das nur wegen der Aftershow-Party, denn dort hast du ihm deine Liebe erklärt. Okay. Das, am Anfang finde ich es immer gut, dass man ein, zwei Lines nochmal zum Kontern nutzt, einfach so aus spontan auch Freestyle mit reinbringt. Und jetzt kommt ja der Text quasi von ihm. Aber wartet, ich erzähle euch die Geschichte von diesem miefenden Zwerg. Stellt es euch vor, Aftershow-Party von Sido. Er macht sich klein, wie ein mickriger Hobbit, schleicht sich an Sido ran, wie Snake bei Metal Gear Solid. Er kam ganz leise von der Seite, sah schon Sidos Scheitel und wusste nicht, was er lieber wollte. Einmal kauen an der Eichel oder sein Scheitel zu streicheln. gute Line auch gehabt mit der Sido-Story. War nicht schlecht. Nicht zu lang gehalten. Ich mag es nicht, wenn man so eine Story viel zu lang hält, wo ich mir denke, halt einfach dein Maul. War gut. Okay, chill, ich hab nicht so viel Zeit. Yo. Er bekam einen Steifen und sprach ihn an, denn er hatte nichts zu verlieren. Ganz romantisch flüsterte er ihm von der Seite ins Ohr. Sido, ich will dich nur lieben. Willst du mal probieren, den Arschweg-Song an mir zu praktizieren? Buh! Junge, aber jetzt ist ein bisschen in die Länge gezogen. Er hätte jetzt direkt schon davor mit einem anderen Thema weitermachen müssen, als mit dieser Sido-Line, aber war nicht schlecht. Sido dreht sich um, sowas wollte er nicht hören. Aber bevor Sido antworten konnte, fing der Typ an zu twerken. Und der sang, da 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 da, fick mich den Arsch. Aber Sido sprach, du Trottel, du stinkst. Dann bekam er einen Box und das Kinn, dieses Opfer fiel hin. Und Sido landete damit einen Hit im doppelten Sinn. Denn Sido wurde inspiriert von seinem Gestank. Und damit man ihn nicht verwechseln kann, schrieb er nächtelang, um vor dem Gestank zu warnen. Aber okay, ja. Er hat es in die Länge gezogen. Sorry, Mann, aber Tyses, du hast es in die Länge gezogen, Bruder. Also, ich sag mal so, man hätte es kürzer machen können und dann einfach mal ein bisschen mehr auf den Gegner noch richtig hart eingehen können, so. Aber damit kommt man auch bei der Crowd nicht so krass an. Andreas Burani machte daraus einen Radiohit, der ein wenig anders klang. Original ging so, pass auf. Ein Gestank, haltet euch die Nasen zu. Der ist zwar grün und komisch, doch hat mit Kiffen nichts zu tun. Es klingt sogar droppt ein Emic im Hintergrund so. Was laberst du, Mann? Man denkt, hast du Drogen genommen oder was geht da ab? Unpassend. Vielleicht idiotisch, doch selbst die Socken hatten Angst. Sie wussten, der Tag kommt und sie zitterten im Schrank. Das war die erste. Er wollte gerade Time machen, aber er so, nein. Okay, das war die erste Runde, glaube ich. Version, egal ob ihr es glaubt, aber Andreas Burani wollte einen Song über einen Astronaut, also schrieb sie nur zweite Version. Ein Gestank, da verwelken sogar Rosen, Fibre setzt da schon aus, der zieht bis ganz nach oben und killt einen Astronaut. Dieser Geruch Oder nee. Ah, sorry, Mann, aber er war gut am Anfang, aber er hat es, finde ich, einfach nur in die Länge gezogen, leider, so weil ich fand die Runde nicht so stark, sorry, Mann. Ich fand die Runde einfach nicht stark. Hat mir nicht gefallen, weil zu viel Sido, zu viel Andreas, zu viel, Mann. Wenig ist manchmal mehr, sagt man das so? Ja. Weniger ist manchmal mehr. Hört verboten, das Riechorgan wird taub, denn der zieht ungelogen nach oben und killt einen Astronaut. Time! Ich habe schon gecheckt, dass es Flow von Astronaut auch ist. So, sind wir jetzt durch? Ich glaube, es ist jetzt vorbei. Finch zieht. In dieser A-Cappella-Entscheidungsrunde hat Virus angefangen und deswegen frage ich nach den Händen. Für mich Virus gewonnen, also diese Runde. Nach dem MC auf meiner rechten Seite, wer ist für Virus? Okay, alle Hände wieder runter, ich schaue ganz genau hin. Zeigt mir nun die Hände für den MC, der gerade nachgelegt hat, für Tyses. Wow, das ist knapp, oder? Ist doch knapp. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Es war sehr, sehr knapp. Es war so ein bisschen 55-45. Oha, jetzt bin ich aber neugierig. Beide Seiten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Wer hat jetzt gewonnen? Ich habe absolut keinen Plan. Bei mir ist gerade 50-50. Entweder hat Virus jetzt gewonnen oder Tyses. Vor allem steht 1-1, Mann. Bruder. Ich würde euch alle nochmal bitten, weil ich habe auch so ein paar Hände unten gesehen. Und auch die Leute dort oben, bitte. Ich gucke jetzt ganz genau auch mal oben hin. Ihr müsst die Hände nach vorne strecken. So, alle werden mitgezählt. Ja.
Okay, wir machen erstmal, ich krieg gerade die Nachricht, bitte einmal die Lampen hier oben ausmachen, ich frage jetzt nur... Ach, krass, es ist wirklich so dingend. Okay. Da sind ja voll viele Leute, Alter, die haben wir am Anfang gar nicht gesehen. Jetzt bin ich gespannt, zeigt mir die Hände für den MC, der nachgelegt hat, auf meiner linken Seite für Tizes. Boah, bei Tizes ist es aber lauter. Für mich ist Virus, aber bei Tizes ist es, glaube ich, sogar lauter. Man weiß es nicht. Also ich sehe es echt immer noch knapp so, Alter. Krass, man weiß es einfach nicht. Was wird jetzt gemacht? Wer entscheidet jetzt? Ben Salomo kommt rein. Keiner von euch hat gewonnen. Die ganze Sache gesehen. Ich habe sehr knapp gesehen. Also für mich ist es echt sehr knapp. Also ich muss sagen, bei Virus war halt gewaltig da oben viel, die da mitgemacht haben. Bei Tizos nicht, deshalb ist es sehr schwer. Ja, wir haben keine eindeutige Entscheidung. Hä? Also hat jetzt keiner gewonnen? Und damit wir hier, wie du letztens gesagt hast, nicht über etwas entscheiden. Willst du noch was sagen kurz? Naja auch, ich habe eine leichte Tendenz gesehen, aber wir sind einfach... Ja, ich glaube, es kommt keine Entscheidung. Es wäre am fairsten, wenn man jetzt einfach vom Gefühl her entscheidet, wäre ein bisschen blöd, weil es war sehr, sehr knapp, Mann. Es war halt wirklich sehr, sehr knapp. Bin mal gespannt, was die jetzt machen. Was jetzt das Ergebnis ist. Muss doch eigentlich ein Ergebnis kommen. Keine Computer und können das nicht alles zählen. Und da hinten sind auch so viele Leute, die wir gar nicht mitberechnet haben. Ich wäre nochmal für einen Freestyle-Schlagabtausch übernehmen. Boah, Beste! Das ist geil geworden. Das ist eine nice Idee. Geht es jetzt hier weiter oder ist das ein anderes Video? Bitte, es geht hier weiter. Oh mein Gott, es geht sogar wirklich hier weiter, Leute. Nice. Okay, dann skippe ich natürlich bis zur Freestyle-Stelle vor. Ja, yeah. Okay. Ja. Virus, der Name ist Programm. Echt mies war, ich bin auch Programm. Man nennt mich Avira. Fick dich, Digga, ich bin Antivirus. Digga, ich mach gerade mit diesem MC Schluss. Okay. Vier Takte. Deswegen, Leute, Schlagabtausch. Ein bisschen schneller. Wir können dann nochmal entscheiden, wer hier gewinnen wird. Yo, du bist jetzt übelst gefuckt. Avira Antivirus. Das stehst jedes Mal ab. Yeah. Boah. Du merkst, ich bin schon ein Ferkel. Deine Punches sagen nichts aus wie die Politik von Merkel. Es soll... Boah. Gut. Gut gekontert. Schön, Virus. Schön gekontert. Deine... Punch sagt nichts wie die Politik von Merkel. Geh, Sau zum Symptom, Avira kackt nicht ab, ich hab die gekaufte Version. Digga, denn ich hab Money von Ram. Du bist ne Bitch und stich dir hier grad mein Mann. Yo, du weißt, dass dir das bringt, nichts bringt, du Crack. Weil Antivirus funktioniert nicht bei Apple Mac. Was machen die da? Oh, du hast ne verstopfte Nase. Du bist wie COS sagt, halt Mensch und halt Nase. Ist das... Wie COS sagt halt Mensch und halt Nase. Gute Line. Okay, ich glaube, es ist jetzt letzte Runde, ne? Okay, du bist ja doch ein Star, aber ne Frage, wo hast du deinen Lockenstab? Digga, fick dich. Ich sah fest den Punk, Digga, halt die Fresse, komm hier nicht an. Letzter. Halt die Fresse, Mann, du bist kein Gangster, mein Lockenstab ist im Arschloch deiner Schwester. Oh! Oh! Tschüss! Tschüss! Sie seid die Klappe! Sag mir, sie sagt, kann diesen Scheißstab behalten! Kill! Geil! Geil, nochmal gekillt am Ende. Okay, Leute, ich glaube, wir wissen, das Video geht zu lang, Leute. Leute, ich hatte selbst. Lichter aus! Wir wissen jetzt. In der Mitte, bitte. Virus muss gewonnen auf haben. Auf dem Boden, ihr müsst euch jetzt. Bitte die Hände ziehen. Hamburg, wir haben diesmal eine klare Entscheidung. In jetzt habe ich meinen Namen dabei. Macht mal Lärm für Virus! Leute, krank. Leute, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Zu langes Video wieder. Aber ich wollte lange Reaction für euch bringen, weil ihr wolltet das echt sehen. Ich habe euch das versprochen. Daumen nach oben da lassen, Kanal jetzt abonnieren, Glocke aktivieren, Instagram auf Ehre abchecken und ciao.